Hallo und herzlich willkommen zu Folge 212. 212, bin ich komplett behämmert. 245. Ich habe gerade komplett verwirrt. Und auch, also mich komplett verwirrt und euch wahrscheinlich auch. Nicht so, wir waren am Anfang des Sumpfs. Welcome to the Jungle, ne, würde man jetzt hier mal sagen dürfen. Guns N' Roses Fans verstehen mich. Nee, Quatsch, das war natürlich jetzt nur eine ziemlich dämliche Assoziation. Ja, wir beginnen. Wow, war die schwer. Einmal nach links, einmal nach rechts, die Truhe zu öffnen. Ja, wir fangen an mit einer Truhe. Und hier waren wir ja. Haben schon mal ein bisschen was erkundet, haben aber der Dunkelpilz übersehen. Frevel, das kann ja nicht wahr sein. So. Lass uns mal schauen. Und es geht direkt los. Na, ich wollte nicht springen. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Oder wollte ich erst andersrum? Es ist im Prinzip egal. Wichtig ist nur, wenn alles abgeben, alles abgehen müssen und. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, denn da hinten ist auch das Eremitenhaus. Oder? Hoffe ich. Aber hier haben wir nochmal erstmal ganz viele Heilpflanzen. Wie gesagt, ne, eines der Hauptziele, 1000 Heilpflanzen einsammeln, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Wenn man mir sagt, dass ich ungefähr bei einem Drittel des Spiels bin, dann bin ich davon überzeugt, dass ich es hinbekomme, über 1000 Heilpflanzen mitzunehmen. Jetzt haben wir oben erstmal Stress mit den Scavengern. Grasland-Scavenger. Alles natürlich kein Problem. Und da haben wir auch direkt noch einen Schatz. Und ja, ich weiß, dass wir die alten Münzen natürlich auch auf Onas Hof eintauschen könnten. Das könnte man sogar wirklich machen. Genau, und die Quest mit der magischen Waffe, klar, das habe ich komplett verpeilt. Ren hat uns ja die Aufgabe, oder die Quest, gegeben. Ne, deswegen, ich habe den aber komplett vergessen. Ja, ich überlege gerade, wollen wir erst säubern gehen? Besser wär's. Bevor wir. Ich hoffe, jetzt passiert nichts. War noch alles gut. Aber jetzt ist hier ein bisschen. Wie die Waffe, Mann. Ja, von hier. Ja, Moment, jetzt aber erstmal Waffe ziehen. So. Ich überlege erstmal, da wir auch alles abgehen wollen, von wo hätte man herkommen müssen? Darunter. Müssen wir nicht. Und das ist einfach nur ein Abgrund. Da dürfte es auch nichts geben. Falls ich mich irre, gebt mir Bescheid. Am besten auch den passenden Weg dorthin, ohne sich selbst umzubringen. Ja, ich überlege gerade, wir hätten auch. Ich wusste doch, ich habe was gehört. Die sind auch schwer zu überhören. Ich überlege jetzt gerade, wie ich hier am besten alles abgehe. Weil wie gesagt, Jakinda kann unter Umständen für Verwirrung sorgen. Und ich will jetzt gerade noch selbst nachvollziehen, oder ich will nachvollziehen, dass wir alle Wege abgegangen sind. Wir hätten nämlich auch schon vor ein paar Folgen hierher kommen können, aber halt eben hintenrum, da wo ich jetzt gerade rumeier. Da ist eine Doppelachs, die liegt hier rum. Und das Fell eines Schattenläufers. Und jetzt, wo wir schon mal gerade bei sind. Ja, wir könnten eventuell natürlich beim Eremiten eine Runde pennen. Aber wir könnten auch Dunkelpilze fressen. Die brauchen wir an sich eh nicht. Ja, der Plan sieht wie folgt aus. Wir werden mit dem Eremiten reden. Und ich will dann nochmal zurück zum Piratenlager. Und mit Ren natürlich noch ein paar Worte wechseln. Damit wir eben die Quest auch beendet bekommen.
Das dürfte ja wohl nicht allzu komplex sein. Und ansonsten wartet eigentlich nur noch. Und warten nur noch die letzten Teleporter ja auf uns, die wir aktivieren müssen. Ansonsten hätten wir alles. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Mana bekommen. Aber ich glaube, es fehlt immer noch ein bisschen was. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Lass mal schauen. Ach, jetzt fehlen noch 9. Okay. 14 hatten wir. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Mana. Aber nun gut. Ich fasse es nicht, ne? Wir fressen sicherlich wieder 50 Dunkelpilze. Und das Leben wird nicht mehr voll gefüllt. Nicht so wirklich. Nein, ist ein Goblin. Komm, den fangen wir jetzt ab. Das ist auch mal gut. Da haben wir übrigens noch eine Höhle. Die. Oh. Werden wir aber noch durchsuchen. Und wie gesagt, also Jahrkinder, da kann man sich ziemlich leicht verlaufen. Gerade so einer wie ich, der sich hier nicht allzu gut auskennt. Und ich muss jetzt mal überlegen, in einem gewissen Maß waren wir hier schon? Jetzt bin ich wieder durcheinander. Nee, Quatsch, hier waren wir nicht. Nee, das hätte ich gewusst. Da habe ich jetzt gerade den Weg verwechselt. Haben wir jetzt auch was dabei? Federn? Wer hätte das gedacht? Ah, was machen wir jetzt denn hier schon wieder? Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes tun. Drum haben wir noch ein paar Harpyien. Freudensprung. Komm, räumen wir ein bisschen auf. Erstmal wollte ich eigentlich alle Wege fertig erschließen, aber das lässt man mir dann halt doch nicht. Nicht boxen lassen von dem. Ja, war so halb perfekt. Hier einfach mal alles abmetzeln. Wenn uns entgegenkommt, die Harpyien merken eh nichts. Die sind schon taub von ihrem ganzen Rumgeschrei. Jetzt haben wir den Troll natürlich auch mit links erledigt. Trolle auch keine Gegner mehr, wie gesagt. Es mag jedoch trotzdem seltsam ausschauen, dass wir einen Troll mit 2 Schlägen niederringen, aber ein Oger macht uns Probleme. Gut, der ist auch bewaffnet. Jetzt haben wir so eine Gruft und da drin sieht es eigentlich interessant aus. Sieht sogar recht interessant aus. Aber eigentlich erstmal die Harpyien, oder? Jetzt haben wir ein Standbild, na super. Okay, jetzt geht's wieder. Aber wie gesagt, das war jetzt von mir alles gar nicht so geplant. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder ein paar spontane Aktionen. Aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger noch so unser Urlaub, ne? Unser Ausflug nach Jahrkinder. Da können wir noch ein bisschen durch die Gegend streifen und machen, was wir wollen. Das wird dann wahrscheinlich, wenn wir den Hauptqueststrang weiterverfolgen, nicht mehr so einfach. Und wir rennen jetzt ja schon hier hoch, denn wenn die über uns sind, ne, Luftüberlegenheit, das dürfen wir nicht, das darf nicht passieren. Ansonsten sehen wir hier, beispielsweise können sie nicht angreifen und das geht mir massiv auf den Sack. So, und die hängen sogar fest. Passt mir sogar noch mehr in die Farm und alle tot. Und wir sind wieder fast tot, das heißt, wir können wieder Dunkelpilze in uns hineinstopfen, ohne dass wir uns übergeben müssen. Das machen wir mal. Quatsch, nee, komm, ich hab jetzt keinen Bock auf Dunkelpilze. Äpfel sind auch immer gut. Ne, Stärke und so. Wir haben auch wieder viel zu viel rohes Fleisch. Das müssen wir wieder verwandeln. Aber wir haben auch ein paar Tränke und ich denke, wir sollten die schon benutzen. Gerade mal die kleinen. Große können wir ja aufheben, noch ein bisschen. So, das langt auch schon. Jetzt gehen wir gerade noch ab. Ist hier oben irgendwas? Außer einer Ruine? Ich verstehe auch echt nicht, wie der Eremit da, falls das denn der Eremit ist, wie der überhaupt ruhig schlafen kann. Weil ich meine jetzt nicht mal den Monsterfaktor, sondern einfach nur das Rumgeschrei von den Harpyien. Das ist doch schon relativ derb. Aber gut, die Probleme hat er jetzt nicht mehr. Dank uns. Gerade mal hier reinschauen.
Ich wusste doch, dass da noch eine Truhe ist. Sogar eine getarnte Truhe. Sieht man im Umfeld gar nicht richtig. So, was haben wir hier drin? Steintafeln. Die Steintafeln sind echt stark. Gerade wegen der Attributsverbesserung. Aber naja, wer sollte sie halt erstmal lesen können? Und das können wir halt eben noch nicht. So. Da drin blitzt es und blinkt es. Einfach reinlaufen. Ach, ich trottel natürlich die magische Armbrust. Diesmal aber wirklich. Schön blinkende magische Bolzen. So. Und natürlich, warum auch nicht, aus den Skeletten wachsen wieder Pilze heraus. Und auch sonst überall quillen die ganzen Pilze hervor. So, und hier haben wir noch ein paar weitere magische... Ne, doch nicht. Steintafel des Geschicks und ein bisschen Utensilien. Gut. Okay, hätten wir die magische Armbrust und auch hier alles geköpft und abgeschlachtet. Da hoch können wir nicht. Nicht von hier aus. Okay, das war jetzt noch besser als geplant. Ich dachte, wir kriegen ein bisschen mehr Schaden. Ja, was ich jetzt genau hier verfolgen will, ist jetzt meine Theorie, ob ich von hier oben her gekommen hätte können, wären, sollten, müssten. Und ja, mehr will ich gar nicht wissen. Nee, weil wir waren ja hier oben mal irgendwo, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar genau hier, genau. Perfekt. Wo kommt der denn her? Das haben wir nicht, wir waren doch nicht hier. Doch, natürlich waren wir hier. Da ist nämlich die... Die Steinwand. Die zu, ne? Geht's da runter? Viel zu neugierig momentan. Aber nein, ich werde da nicht runterspringen. Oder? Soll ich? Erstmal will ich mal ganz kurz nochmal... Genau. 200 Schaden, Leute. 200. Feuerpfeil. Habe ich den Feuerbogen verkauft? Desert Steel, oder? Na, da haben wir nur 20 Schuss damit. 10 sind ja die Feuerpfeile. Nur 10 Schuss. Man dürfte die aber, glaube ich, nachproduzieren können. Müssen wir auch machen. Wenn das denn einigermaßen leicht vonstatten geht, denn das wäre auf jeden Fall schon mal eine ziemliche Verbesserung, was den Fernkampf anginge. Und ja, was haben wir eigentlich da drüben? Kann man da hin? Wie gesagt, bei Jagd, da bin ich nicht so kundig. Ich kenne nur das Grobe drumrum. Jetzt war immer nur die magische Armbrust und dies und das. Und wo geht's denn eigentlich hier runter? Oder geht's überhaupt runter? Oder kamen wir da her? Ja, da kamen wir, glaube ich, her, natürlich. Ja, was ich noch machen will, ist die andere Höhle da hinten auseinandernehmen. Beziehungsweise hier kommt schon ein bisschen was entgegen. Da hinten sind wir auch ein Schattenläufer. Der ist kaum zu übersehen. Auch wenn er hier eine recht offene Höhle besitzt. Die machen aber schon noch Schaden. Also so ist es ja nicht. Ach, guck mal an, was wir hier noch haben. Stimmt, bei dem war auch hier so einer. Ja, jetzt fehlt uns nur noch einer. Und nun aber ein Baumstamm. Ja, das hebe ich am liebsten auf. Und da ist der Eremit. Hallo, sag bloß, du lebst hier. Blöde Frage, wonach sieht das denn hier aus? Ja, hast recht. Die Frage war ziemlich blöd. Leben hier noch mehr Menschen? Keine Ahnung, aber du bist bereits der Zweite, der hier auftaucht. Daher denke ich, dass hier noch mehr Typen unterwegs sind. Hier geht's ja bald so wie auf dem Markt. Am besten nicht hier um. Von mir aus. Sag mir aber erstmal, warum du hier bist.
Ich bin an diesen entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Orden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Aber hier gibt es doch ebenfalls Orks. Ja, das stimmt schon. Aber nicht so viele. Und bisher bin ich von diesen nicht gestört worden. Nur Typen wie du kreuzen ständig hier auf und stören meine Ruhe. Ja, das unbekannte Tal. Haben wir es jetzt abgeschlossen, oder was? Ja, das unbekannte Tal ist abgeschlossen. Trotzdem können wir noch mit ihm reden. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Nicht viel. Abgesehen von den Orks gibt's hier jede Menge Ruinen. War aber noch in keiner drin. Das Viehzeug, was davor krabbelt, hat mir schon gereicht. Ich schätze daher, dass es innerhalb der Ruinen viel ungemütlicher sein wird. Und sonst? Und sonst keine Ahnung. Allzu weit von meiner Hütte bewege ich mich sowieso nicht weg. Verstehe. Na dann, mach's gut. Ja, mach's gut. Vielleicht kommst du mich ja wieder mal besuchen. Dann können wir noch ein wenig quatschen. Ach, ich denke, du willst deine Ruhe haben. Ja, will ich auch. Aber zuweilen habe ich doch wieder Lust, mit einem Menschen zu reden. Sonst verlerne ich womöglich noch zu sprechen. Und wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir alles selbst gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Und seitdem mir der Typ, der vor dir hier aufgetaucht ist, mir neue Klamotten besorgt hat, komme ich auch ganz gut über den Winter, auch wenn mir was zu saufen fehlt. Danach sehen wir weiter. Ja, eine sehr interessante Persönlichkeit, der Eremit. Bei ihm noch sein Gartenhaus, also sprich die Pilze. Und, Moment, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Und zwar, wir haben ja einen Baumstamm dabei, ne? Und den will ich jetzt mal zersägen. Oder die will ich mal zersägen, weil was wollen wir mit Baumstämmen, jetzt mal ganz ehrlich. Und wir können uns ja Bolzen, Pfeile, alles herstellen. Und ich will das ja auch ein bisschen alles ausnutzen, was wir so können. Ich frage mich gerade aber wirklich, ob wir hier überhaupt Holzstämme bekommen. Also Holzscheiben, wenn wir die Stämme denn zerlegen. Okay, gut. Nun gut, es gibt hier hinten noch eine Höhle und dann da hinten noch ja, einen relativ großen Tempel. Den sieht man sogar von hier aus. Vielleicht. Also ich kann von hier aus erkennen. Das heißt nicht, dass ihr das zwingend auch müsst, aber könnte ja sein. Seine Trophäen nehmen wir eben noch ab. Die können wir nämlich zu Geld machen. Und da der ja, was will der denn schon damit? Der kann ja damit eh nichts anfangen, ne? Deswegen nehmen wir ihm das schon. Ja, der hat ja jetzt keine großartige Bedeutung für ihn. Munition sowie Geld und Vorräte nehmen wir auch noch mit. Sonst ist das ganze Abenteuerleben des Eremiten ja auch nicht spannend, ne? Jetzt pennen wir noch in seinem Bett, damit er draußen schlafen kann. So, nächster Morgen, zack. Ja, noch 9 Mana-Punkte sind wir von unserem... Da hinten ist eine Heilpflanze. Sind wir von unserer Robe entfernt. Wie gesagt, eigentlich überhaupt kein Magier der Roland, aber gerade für den Kampf ist diese Robe doch ziemlich besser als die ganze Rüstung, die wir sonst so bekleiden durften. So, und jetzt gehen wir noch in die Höhle hier. Dürfen wir das Tal beim Eremiten abgeschlossen haben. Na, was haben wir denn da? Belias gute alte Statue hier. Ein Altar. Und natürlich auch ein paar Leibwächter. 2 Skelette. Und dann knacken wir erstmal die Truhe hier. Verdammt.
Und hier haben wir eine Zange und eine Steintafel der Lebensenergie. Das ist eigentlich alles guter Shit, den wir hier finden. Oh! Oh! Wir können die Klaue Belias verbessern? Was? Das können wir? Jetzt ist die Frage, sollen wir das überhaupt? Ich drück's mal an. Man kann ja mal testen, oder? Also, da ist ja nicht verboten, ne? Bam! 100 Leben mehr. Aber dafür ein richtig gammeliges Schwert. Also nee. Oh, Schwarz auf extra Schaden. Nee, an sich, ich glaube, Belia ist ja richtig heftig. Aber. Nee. Die ist dann leider nicht hart genug. Und, naja, die 100 Leben sind es mir auch nicht wert. Deswegen, wir verbessern die gute alte Waffe nicht. Das lohnt einfach nicht, auch das Geld nicht, was wir daraus machen könnten. 100 Lebenspunkte sind mir persönlich zu wertvoll. Sorry, Belia. Anderes Mal vielleicht. Aber das lohnt jetzt nicht. Im Moment bin ich noch ganz kurz verwirrt. War noch irgendwas auf der rechten Seite, oder? Nee, gut, da habe ich mich gerade verdacht. Gut, dann wären wir soweit hier fertig. In der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir da hinten noch in die Ruinen. Bis dahin. Tschüss.